Oh mein Gott, das Wasser steigt, Leute. Boah, Alter. Oh mein Gott, wieder steigt. Insane. Willkommen zu einem weiteren... Oh, da war ich jetzt ganz falsch, Alter. Lost! Zu einem weiteren Stream-Event auf revinzer.tv, meine Freunde. Wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht. Wir sind heute nicht alleine, meine Freunde. Wir sind nicht alleine, sondern zu zweit. Wir befinden uns hier auf dieser wunderschönen Map, meine Freunde. Die ich, um ehrlich zu sein... vielleicht sogar noch ein bisschen vergrößern würde, denn die ist mir ein bisschen klein. Tobi, wie geht's dir? Moin, mir geht's gut. Und ja, dir? Sehr schön, mir geht's sehr gut. So. Das freut mich echt. Slash World Border at, machen wir nochmal, 30 Blöcke hinzu. Buh. So. 180 Blöcke ist die Welt jetzt hier groß. Ich glaube, ich mache sie auf 200. So, 200 Blöcke ist die World Border hier an der Stelle groß. 200 mal 200 Blöcke. Insgesamt also, wie viele Quadratmeter sind das, Leute, wenn ein Block ein Quadratmeter sind? Drei. Leute, wir werden heute Folgendes machen. Ihr habt hier nicht umsonst einen großen und hohen Berg. Letztes Mal stieg die Lava. Heute, meine Freunde, habt ihr es vielleicht schon gesehen? Heute erwartet euch ein Tsunami. Euch erwartet ein Tsunami sondergleichen. Das Wasser wird immer weiter steigen. Und es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere kann man ja auch Lamas einfach anzünden in Minecraft, oder Tobi? Hä? Warte mal. Ich will nicht, dass die Lava hier runterläuft. Haben wir gut geschafft. Sehr schön. Heute werden wir wieder 100 Spieler whitelisten und das Wasser wird kontinuierlich ansteigen. An der Stelle sei nochmal gesagt, meine Freunde, ich werde jetzt zuerst meine Subs, die Guten, die Gutesten, die Besten whitelisten, ja? Ihr könnt mit Prime immer noch reinsubben. Wir machen erstmal Sub-Modus rein, whitelisten ungefähr 70 Subs, dann ungefähr 70 Non-Subs und dann geht die rein hier, die Olga, ja? Ja! Falls ihr noch nicht wisst, wie man reinsubbt, meine Freunde, Ausrufezeichen Prime in den Chat. Der Hase ist wie immer kostenfrei, wenn ihr Amazon Prime habt. Ich würde sagen, wir fangen an, Sub-Modus drin und jetzt können erstmal die Subs ihren Namen spenden. Och das nee, weißt du, was ich für einen Namen gelesen habe? Was? Don Balbano. Ah, komm mal drauf. Don Balbanos Toilette, alles klar. Gibt's nicht. Prime für Revi 12, du kommst auf den Server, Alter. Ja, eigentlich könnten wir auch das ganze Event so laufen lassen. Also ich weiß nicht, ich find's eigentlich auch echt entspannt, muss ich sagen. Dieser Sound von sterbenden Menschen hat was. Jeden das Seine. Eigentlich auch funny, wenn wir das Wasser erstmal nur so ein bisschen übers Land machen. Weißt du, was ich meine? Also gar nicht zu hoch, sondern so, dass Bäume quasi gerade noch existieren. So ein bisschen Land noch rausguckt, oder Marcel? Ja, das können wir ja gerne machen. Oder einfach Atlantis, Digga. Dass sie alle erstmal Häuschen bauen. Stimmt, und das unter baut erstmal alle ein Haus, Leute, und dann machen wir das Wasser hoch. Okay, wie viele Leute sind drauf, Marcel? Es sind drauf. 87, 98. Jetzt sind wir voll. Ja, jetzt sind wir. Jetzt sind wir sind voll, meine Freunde. Okay, jetzt kann der Hase losgehen, Leute. Also. Das heutige Stream-Event beschäftigt sich mit den Mächten und den Kräften des Wassers, meine Freunde. Bitte unterschätzt nicht, dass Wasser, ähnlich wie Lava, auch seine Tücken hat. Lava tötet direkt, Wasser nur langsam und still. Und das ist das Gefährliche. Habt Acht und farmt am Anfang genügend Rohstoffe. Hier ist ein riesiger Wald. Ich werde diesmal keine, das wiederhole ich jetzt ein, zweimal, keine großartigen Eingriffe machen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Melonenblöcke mit Tobi verteilen. Alles andere, Kartoffeln und so weiter und so fort, da kommen die entweder durch einen Dungeon dran oder durch einen Zombie-Drop irgendwann. Hier sind eine Menge Fische. Ich sag das nochmal ganz kurz hier an der Stelle. Ja? Das Wasser wird irgendwann so hoch sein, meine Freunde, dass ihr nur noch nach oben könnt und nicht mehr nach unten. Vielleicht findet ihr den einen oder anderen Weg, aber bedenkt auch bitte, dass sobald eine neue Schicht Wasser geplaced wird, alles, was Luft ist, vom Wasser wieder vereinnahmt wird, ja? Das Wasser wird jetzt erstmal alle 30 Sekunden um einen Block steigen. Und ich werde hier unten nochmal ganz kurz einen kleinen Testblock machen, beziehungsweise einen kleinen Testbrunnen. Dann kann man sich nämlich hier mal angucken, inwiefern das Wasser schon hochgestiegen ist, meine Freunde. So, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall unseren Bedrock-Brunnen geschaffen. Und ich würde sagen, das große Stream-Delay startet in 3, 2, 1, 0. 10 Sekunden noch, dann geht's los. Hä? 3, 2, 1, go. The floor is water. Okay, Leute, verteilt euch auf der ganzen Map. Gut, denkt dran, PvP ist an. Schlachtet euch nicht gegenseitig ab, sondern versucht, irgendwie zusammen zu überleben. Das Wasser wird erstmal nicht tiefer als dieses Ding hier sein. Slash Delay. Würde ich sagen, 30 Sekunden. Let's go. Das Wasser steigt jetzt alle 30 Sekunden, meine Freunde. Und hier unten sehen wir es dann gleich, wie das Wasser dann ansteigt quasi. Alter Mann, Don Balbano! Don Balbano, lass die anderen Leute in Ruhe. Gut, Leute, wir lassen das Wasser jetzt erstmal ein bisschen ansteigen. Erstmal ist das nicht kritisch. Ich würde nur eins sagen, geht so früh, wie ihr könnt, unter die Erde und farmt euch da die nötigen Materialien.
Wir warten jetzt mal kurz, bis das Wasser zum ersten Mal steigt. Warum darf Don Balbano immer drauf? Actually, keine Ahnung. Don Balbano und Streamy werden auch wieder verlassen. Das Wasser steigt. Theatorium, jetzt hast du wirklich die Arschkarte, Alter, ne? Der kommt nicht mehr raus, ne? Nee, bis Torium. Das Wasser oben ist. Ich werde dir nicht helfen. Ich werde dir nicht helfen. Du musst warten, bis das Wasser oben ist. Entweder das lässt dir jemand einmal runter oder du hast verkackt. Guck mal, also wenn zwei Blöcke da sind, kannst du dich ja ertränken. Immerhin. Also. Wir sich jetzt noch einmal ertränken ist, guck mal. Und Don Balbano kommt hinterher. Er baut sich einfach neben ihm hoch. Auf ehrenlos. Warum wollt ihr alle denn da rein, ihr Idioten, Alter? What the f***? Leute, ich weiß nicht, warum ihr hier um diesen Erdpimmel steht. Ihr solltet euch lieber was farmen. Es geht gleich ohne los. Ohne Witz, Alter. Das Wasser steigt jetzt alle 30 Sekunden. Es ist so eine Riesenflut und alle bauen so Erdpimmel. Stell dir mal vor, und bei einer richtigen Flut machen die sowas. Das Ding ist halt auch, man kommt ja sogar später wieder runter, weißt du, was ich meine? Also man kann ja sogar später wieder runtertauchen oder mit irgendeiner Möglichkeit halt einen Gang nach unten buddeln, wo man quasi runtertauchen kann, weißt du? Okay, Wasser ist schon ziemlich hoch eigentlich. Es steigt echt krass, ne? Ja. Alter, das sind jetzt schon, oh mein Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. Es ist nicht mehr so weit, bis es am oben ist, ne? Okay, ich möchte auf jeden Fall gucken, zu sehen, wie das ist, wenn das Wasser hier über das Ufer tritt. Das wird bestimmt geil aussehen, Alter. Wenn es so eine oder ein paar Flächen, oder wenn es die Bäume schon verschlingt. Ja, so zum Teil, genau. So weit möchte ich auf jeden Fall noch online bleiben, Alter. Trotzgame, okay, auf Höhe 10 ist das Wasser mittlerweile schon. Uiuiui. Beeilt euch, meine Freunde, beeilt euch. Wir gucken mal ganz kurz unter die Erde, wie es da schon aussieht. Okay, Leute, man sieht es hier schon. Das Wasser ist auf jeden Fall hier überall. Diamanten werden jetzt schon schwierig. Wer jetzt noch Dias findet, Alter, der ist auf jeden Fall ein Boss. Also Dias finden wird auf jeden Fall eklig, Alter, weil alle Höhlen natürlich später geflutet werden. Man kann das jetzt hier nochmal, glaube ich, ganz gut sehen. Diese Höhle wird jetzt gleich mit Wasser füllen, Leute. Ihr habt es hier gesehen. Boom. Alter, insane, wie das aussieht. Insane. Also schaut mal hier. Jedes kleine Loch ist jetzt schon mit Wasser gefüllt, Leute. Und es steigt unaufhörlich weiter. Das erinnert mich an diese Höhlen, die in Wasser getaucht sind. Ja, das ist eine Höhle, die in Wasser getaucht ist, ne, Tobi? Hm? Ey, das wird später so geil, wenn man hier meinen muss, Alter. Ja, dann Mann. Taucht man die ganze Zeit durch die Höhle durch. Okay, ich steige jetzt gleich nochmal an. Okay. Cool, Leute. Erste Stufe, easy life. Zweite Stufe, Taubenlauf. Oh mein Gott, bei Rebecca füllen sich schon die Höhlen mit Wasser, Alter. Das ist so geil anzusehen. Wo ist sie? Guck mal, hier kommt schon über Wasser hoch bei ihr. Guck mal, hier unten war sie eben noch. Digga, ich tauche gerade durch diese Höhle und das ist so geil. Guck mal, hier war sie eben. Ah, das ist so geil, hier durchzuschwimmen. Das habe ich auf Insta erst bei ihm gesehen. Der war auch, hier sind Dias. Der war auch in so einer Höhle und die haben halt nur so 10 cm Platz über dem Wasser. Weißt du, wo die atmen können? Hm. So ist es hier. Wir können natürlich auch mal mit Giftgas oder sowas machen, Leute. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten. Das kriegt man alles umgesetzt. Bro, der wird aber hier verrecken, ne? Oh ja. Der, das Wasser. Ja, wobei, warte, wie weit ist das Wasser? Nee, es ist nicht über ihm. Oh, Lupinion hier. Jetzt aber schnell. Oh, Wasser steigt gleich. Oh mein Gott, okay. Wir sehen jetzt schon, Leute, das Wasser ist schon ordentlich hochgekommen. Oben ist er natürlich nicht sichtbar, meine Freunde. Aber man wird es spätestens gleich merken. Alter, guck mal, wie insane das aussieht. Kindergartenkind hier auf jeden Fall ganz motiviert hier oben. Er macht schon was Gutes. Dafür gibt es eine Belohnung, wie immer, meine Freunde. Der Typ denkt mit. Dafür gibt es vom Admin eine Sonderbehandlung auf Ehrenbasis. Krieg ich auch eine Belohnung? Nö. Komm, wir bauen hier mal ganz kurz ein kleines Floating Island, Leute. Sowas fände ich halt mal geil, wenn alle so richtig schöne Sky-Inseln bauen würden. Aber das macht halt niemand. Alle kämpfen immer nur. Und dann steht am Ende immer ein Tempel für Romeox da. Aber das muss aufhören. Wie ist Don Balbano in das Bedrock reingekommen? Der schwimmt immer noch in Bedrock, Tobi, ne? Wo ist der? Der ist immer noch in dem Bedrock drinne. Das ganze Minenschaftssystem ist schon überflutet hier. What the f***? Okay, Leute, ich würde sagen, einfach weil ich die Naturgewalt schlechthin bin und Fluten nicht kontinuierlich ansteigen, meine Freunde, /Delay 10. Macht noch irgendeinen coolen Zauberspruch, so den der Neptun sagen würde. Pokus Locus, Wasser steigt schneller, Hokus Pokus Bokus. Neptun hätte sowas gesagt. Alter, 6 Blöcke die Minute steigt das Wasser mittlerweile. Oh, oh. Es wird gleich so lustig zu sehen, wie Don Balbano hier ertrinkt, Alter. Er ist in diesem Loch, hä? Achso, der ist hier so reingetaucht. Guck mal, wie er da drin hängt. Guck mal, er stirbt gerade. Hier gibt schon einige Leute, die sich hier ganz oben auf den Berg hochgebaut haben, hier schon anfangen, ihre Base zu errichten. Das ist clever und das wird wieder mal belohnt. Komm Leute, wenn ihr so schön Progress macht, dann habt ihr es nicht anders verdient. Wäre mal geil zu sehen, dass die komplette Luft voller Sky-Inseln ist, weißt du? Und unten ist halt nur Wasser, ne? Oder wenn die unten Häuser bauen würden, das wäre so Atlantis-mäßig, weißt du, so verlassene. Oh, wenn es jemand schafft, ein richtig geiles Atlantis zu bauen, Leute, dann bin ich echt stolz, Alter. Diejenigen kriegen auf jeden Fall einen ehrenweites Platz für jedes Event dann. Alle fangen also gerade schon an, Sky-Inseln zu bauen. Sie wissen auf jeden Fall, wie es läuft. Alle wollen hier vorne sehen, wie Don Balbano gegen die Barrier-Blöcke gedrückt wird und ertrinkt, Alter. Den zwei ist das hier komplett egal. Die machen auch nichts, Alter. Die wollen einfach nur sehen, dass dieser Typ ertrinkt. 5 Blöcke sind es, glaube ich, noch, oder?
Guck mal, er ist am Dabben, siehst du das? Unter Wasser? Digga, wie er da einfach da. Guck mal, er T-Post unter Wasser. Hä? Schön war's. Sein Nein. Du, er wird seinen Loot nicht mehr bekommen. Hä? Wow. Melonen und zwei Bäume. Super. Super Loot. Oh mein Gott, das Wasser. Oh mein Gott, das Wasser steigt, Gott. Leute. Okay, jetzt geht's los. Das nächste Mal wird schon krass. Einiges. Guck von oben. Flieg hoch. Boah, Alter. Okay, noch ein? Alter, okay, noch ein. Komm, noch ein. Lass uns noch ein bisschen weiter steigen. Oh mein Gott, Junge. Die Spieler müssen sich jetzt langsam echt in eine hohe Position bewegen. Das Wasser steigt immer weiter von der Flut. Alter, guck mal. Schön. Akali, hallo. Ich richte gerade verschiedenste Menschen hin. Da, in Minecraft. Siehst du das? Guck mal. Das Wasser steigt immer weiter. Okay, Marcel, setz das Delay mal auf 30 nochmal. Hallo, ja, hallo, ja. Bist du froh, dass du wieder hier bist? Die jetzt alle verzweifelt auf den Berg raufgehen. Alter, wie das hier aussieht. Guck mal, sie stehen schon einfach auf den Bäumen drauf. Siehst du das? Ja. Ich setz das Delay jetzt mal auf 1. Oh, damn. Oh, damn. Oh mein Gott, wie das steigt. So, ich habe das Delay mal auf 480 gesetzt. Leute, das ist insane. Guck mal bitte, wie das Wasser jetzt schon gestiegen ist. Gibt's hier eine Underground Base, meine Freunde? Schauen wir mal ganz kurz. Ich sehe bis jetzt keine, Tobi. Siehst du eine? Hier ist einer dran, der baut. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Komm mal her zu mir. Das ist insane. Lol. Der Typ hat einen Pipi-Fleck in der Unterhose, ist aber der größte Wissenschaftler seiner Zeit. Und einen Kackerfleck hat er auch in der Hose, Alter. Jungs, wenn ihr mir Atlantis hinzimmert, da gibt's Ehre für, Alter. Da gibt's massig Ehre, Digga. Das sieht so krass aus. Guck mal, wie sich alle nach oben gebaut haben. Siehst du das? Nee, klar, Don bei Bano. Am Baum hier stehen unten ist die beste Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Warte. Digga. Digga, das ist richtig geil, oder? Aber ich setze ein paar Guardians ins Wasser, einfach weil ich ein Wichser bin. Oh, damn. Okay, Leute, ihr habt jetzt. Wie viele Sekunden gebe ich? Ihr habt jetzt 480 Sekunden. Habt ihr Water Breeding, meine Freunde. Nutzt es und geht schnell farmen, denn das werdet ihr gleich nicht nochmal bekommen. Alter, das sind richtig geile Event, Mann. Ihr könnt jetzt unendlich lange tauchen, Leute. Denkt dran, dass ihr jetzt im besten Falle nochmal schnell farmen geht, wenn ihr wollt, ne? Oh Leute, hier sind 50 Salmons gespawnt. Ich spawne euch noch ein paar mehr. Ihr müsst aus dem Meer leben, Leute. Oh, jetzt regnet es auch noch. Jetzt steigt es noch schneller, das Wasser, Leute. Zu wenig Platz? Das Wasser, oh mein Gott, Leute, das Wasser steigt noch schneller, weil es regnet. Schade, Schokolade. Das Wasser ist auf 20 Sekunden, Leute, wegen dem Regen. Solange der Regen da ist, steigt das Wasser schneller. Oh, oh. Der Lux, das bringt nichts, der Lux. Das Wasser steigt wieder. Das Wasser steigt wieder, der Lux. Du kannst es nicht retten, dein Haus. Du musst aufgeben, der Lux. Ich helf dir, mein Bruder. Komm, wir bauen es zu Ende. Der Regen hat das Wasser hochgespült, der Lux. Bruder, du hast es dir verdient. Du hast Atlantis angefangen. Dafür sollst du entehrt werden, mein Freund. Das ist hier nicht erlaubt. Hau ab. Kannst du. Das kommt da. Ja, kommt davon. Nee, das ist deine Insel. Du bist der rechtmäßige Erbe von Atlantis, der Lux. Digga, der wird doch direkt weggeklatscht werden, Alter. Du kannst ihm nicht einen Thron geben. Doch. Dieses PvP an. Er soll sich kurz draufsetzen, dann hat er den schon mal angefasst, wenigstens. Er will das gar nicht, Alter. Er will einfach nur in Ruhe hier chillen, Junge. Er will gar keinen Thron. So, Deluxe. Jetzt will ich aber auch was sehen hier, Kollege, ja? Don Balbano, verpiss dich, Mann! Wenn du jetzt zum Deluxe rübergehst, Don Balbano, dann hau ich dich runter, ist das klar? Ich glaube, aus Prinzip hat er es doch einfach verdient. Oder? Ich will es gar nicht. Okay, Leute, in einem Wasserblock brechen die Guardians hier hinten aus in der Ecke. Sobald das Wasser hier drüber tritt, sind hier überall Guardians. Oh mein Gott, das sieht so krass aus mit dieser Wasserwand, ne? Tobi? Ja? Wir haben eine Aufgabe. Ja. Lass uns mal alle Stäbe, die so nach oben gehen, wegmachen. Wisst ihr? Oh. So. Der Gott, der... Oh. Der Wasser. Du hast jetzt einen umgebracht, Marcel, gerade. Ups. Du hast weggeworld, der ist gestorben. Oh. Ups. Ja gut, er war auf dem Stift ganz oben, also. Auf dem Stift. Alle Stifte weg, Leute. Stifte sind jetzt verboten. Macht euch eine Wasserleine nach oben. Aber Kugelschreiber geht noch. Ich glaube, wir haben fast alle Stelen weg jetzt. Das ist halt so hässlich hier, was die gemacht haben, Alter. Hört auf damit, Leute. Baut euch vernünftige Verbindungen, wenn ich hier auch wiederkomme. Ich mache mir einen Lockblock drauf, weil dann sehe ich, wer die gebaut hat, der wird gebannt. Macht mal hier schöne Aesthetics. Der Boy hier vorne mit einer Brücke, Alter. Ihr habt's richtig gemacht. Ihr baut eine richtig schöne Insel. Belohnt werdet ihr mit 64 Diamanten. Bitteschön. Das ist sehr viel. Oh, Alter, der König wurde gegrieft. Was? Oder? Nee, doch nicht. Der lässt dich gerade griefen. König, ist das in deinem Einverständnis? Irgendwie glaube ich nicht, weil der wird gerade echt niedergemacht von denen. Oh nein. Er ist so dumm. Digga, er fällt runter. Alles ist voller Wasser. Und wo landet er? Auf dem einzigen Haus, das hier unten steht. Lass den König in Ruhe. Hey, knack's nicht. Der Lux, dürfen sie das? Nein, Hilfe. Verlasst die Insel sofort oder ihr werdet sterben. 3, 2, 1. Runter hier. Runter von der Insel, du Asozialer. Boah, bist du nervig. Ab dafür. Lass den König in Ruhe.
Hier, falls du attacked wirst, gebe ich dir einen Bogen mit Knockback jetzt, Alter. Lass den König in Ruhe, Leute. Was ist das denn für ein hässlicher Skin? Nee, diese Nini. Alter. Ja, der hat das Momo vorne drauf, oder? Strafe. Na, die haben sich hier eine richtig fette Base hier schon gebaut. Digga, wenn so ein fetter Eisklotz, dann ist wie so Dinosaurierzeit damals. Also wird eingefroren. Bruder, die Insel ist echt stabil hier. Leute, wenn ihr mir 50 Euro Paysafe Card auf Instagram sendet, dann gebe ich euch Holz hier im Spiel. Nein, macht's bitte nicht, weil ich weiß, es gibt safe einen, der das machen würde. Na gut, dann bin ich mal flott weg. Haut rein, schönen Tag noch und viel Spaß beim Stream-Event, Leute. Gebt Gas und baut dort Landes. Krux hat hier eine Underground-Base gemacht. Nice, nice, nice. Okay, stark, Alter. Also es gibt auf jeden Fall die ein oder andere Underground-Base hier. LOL, hier unten hat's tatsächlich einer geschafft. Dumbo Johnson, da helfe ich dir, Bruder. Da helfe ich dir. Und zwar helfe ich dir auf eine ganz spezielle Art und Weise, die du appreciaten musst, okay? Wie heißt das nochmal hier, dass man beim Minen mehr Luck hat? Fortune. Mehr Loot rauskriegst, oder was? Ja. Oh Gott. Warte. Der Luchs ist tot. Nein. Irgendwer hat den König umgebracht. Hier hat sich jemand hochgebaut und alles wieder zergrieft. Scheiße, der Luchs, der Arme. Wir haben ihn zu einem Ziel gemacht, das wollten wir gar nicht. Es wurde von Natorios erschlagen. Gut, Natorios. Hast du schon mal versucht zu ertrinken, Kollege? Du brauchst jetzt nicht offline gehen. Wenn du jetzt offline gehst, Natorios, dann wirst du gebannt. Ne? Also ich würde es mir überlegen. Natorios, du lässt das jetzt schön über dich ergehen. Und zwar an einem Ort, wo das jeder sehen kann. Ich möchte, dass er sichtlich vor allen Leuten ertrinkt. Er wird die ganze Zeit umgebracht. Echt? Gut, okay, dann haben wir unsere Strafe hier. Domer Bane, willst du da rein? Nee, ich find's so schon eigentlich ganz gut. Oh Gott, guck ihn dir an. Dieser gottverdammte Retard. Okay, Leute. Ich stelle das Delay jetzt nochmal auf. Alle 3 Minuten sind 180. Ich mach mal auf 180 Sekunden, Leute. Lass das Wasser jetzt nochmal steigen. Wobei, nee, auf 120. Auf 120, alle 2 Minuten. Dann bin ich jetzt nochmal eine Stunde mit Romatra Sky Factory spielen. Dann schauen wir später nochmal weiter.